Und zwar in im nächsten Hardrock-Café. Und es ist wieder extrem, was ist teures Essen, was mir eigentlich, weil ich eigentlich Stimmung bei DJ Dober bin, nicht leisten sollte. Aber ich habe gedacht, ich mache das jetzt heute mal. Es sieht wirklich schick aus. Ich hau jetzt rein und schon wieder. Ich habe übrigens heute Morgen wieder fast 2 Stunden Sport gemacht und habe sogar ein bisschen Muskelkater. Ansonsten, das U-Bahn-System oder das Metro-System in Kuala Lumpur ist total seltsam. Also ich habe sonst nie Probleme mit U-Bahn-Metro-Stationen auf der Welt bisher, aber Kuala Lumpur, sehr strange. So, ich bin hier schon so oft irgendwie falsch gefahren. Ich bin hier jetzt gerade wieder in der Hotellobby und hier spielt gerade jemand. Hallo zusammen! Nachdem gestern die Speicherkarte voll war und ich nicht mehr weiterfilmen konnte, bin ich heute den Tag wieder im Hotelbett geblieben. Ich nutze die 40 Euro pro Nacht auf jeden Fall aus. Und hier ist jetzt, ihr hört das vielleicht im Hintergrund, voll das Gewitter. Man sieht auch schon gar nicht die Tower mehr. Nur noch ein paar Blinklichter. Aber das kommt gleich alles nochmal über uns. Und es geht jetzt auch schon kein Fernseher mehr. Es blitzt andauernd, es ist mega laut vom Donner her, ist richtig krass. Das habe ich bis jetzt auf meiner Weltreise auch noch nicht, so ein richtig krasses Gewitter. Wohl halt Regen wegen der Regenzeit, aber jetzt nicht so krasses Gewitter. Ich nutze jetzt die Zeit und gehe mal über in die überdachte Mall und hole mir was zu essen oder so. Und habe meine Sachen soweit schon fertig gepackt. Ich brauche gar nicht mehr so viel machen. Seht ihr schon mal meinen Koffer? Der ist eigentlich bis jetzt relativ gut. Was heißt relativ gut? Richtig gut. Ich habe den zwar noch nie auf der Schulter wirklich gehabt, außer mal zum Austesten. Aber der ist schon so ganz gut. Boah, krass. Man sieht auch voll zum Teil, wie die Blitze in die Hochhäuser einschlagen, weil die alle so einen Mast haben, um die Blitze abzuwehren. Das sieht richtig krass aus, aber ich glaube, ich kriege das nicht auf die Kamera. Ich versuch's mal. Ja, krass, es verschwinden irgendwie immer mehr Hochhäuser. Man sieht schon kaum noch was. Oh mein Gott, ich hoffe, das geht weg, weil ich habe keine Lust, dass der Flug morgen so wackelig wird wie der letzte, den ich hatte. Weil dann kriege ich, glaube ich, die Krise. Dann entwickle ich echt noch Flugangst. Vor allen Dingen fliegen wir morgen 5 Stunden. Ich hoffe, dass sich das jetzt so ein bisschen ausregnet und ausgewittert. Weil ansonsten kotze ich morgen bestimmt das Flugzeug voll. Was auch nicht so geil ist. Ich bin wieder angekommen nach gefühlten, weiß nicht, 30 Minuten warten, was dann okay ist. Aber was ich nicht wusste, dass die bei jedem Menü oder beziehungsweise bei jedem Teil, was man sich dazu holt, kostenlos Pommes und was zu trinken dabei packt. Und das heißt, weil ich mir einen Hotdog geholt habe und einen Burger, wollte ich eigentlich keine Pommes dabei. Ich habe aber überall noch Pommes extra dazu bekommen. Das heißt, ich habe jetzt das alles zu essen. Und eigentlich wollte ich den letzten Abend zum Inder gehen, aber ich muss ein bisschen Geld sparen, weil ich nicht mehr so viel Bares in der Tasche habe. Jetzt habe ich mir von Indern halt Burger geholt. Passt ja auch irgendwie. Ansonsten ist das so krass am Regnen. Ich war ja gerade draußen, ich hatte aber vergessen, die Kamera mitzunehmen. Und das war so heftig. Ich habe so viel Regen noch nie gesehen und das war so laut und es ist halt immer noch dabei. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich wäre am liebsten wär ich rausgegangen und ich hätte mich da drunter gestellt, aber der Hunger siegte da, weil ich heute schon nichts gegessen habe, bin ja auch nicht rausgegangen hier. Und deswegen lasse ich mir jetzt mein leckeres Essen hier schmecken. Ich hoffe, es ist gut. Ist auf jeden Fall noch warm. Ja, und in dem Wunsch morgen perfekt wieder. Bis dann.